Ja, liebe Hirtufreunde, wo geht da der Bauerhaus hin heute? Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten, Hauptversammlung hier im Saalbau in Kirchberg. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 43. Mitgliederversammlung der Schweizerischen Kartoffelproduzenten hier im neu renovierten Saalbau in Kirchberg. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ihr wirklich so zahlreich erscheint, aber der Saal ist voll, freut uns speziell. Auch die Getreideernte war vielerorts eine Zitterpartie. Dafür hatten wir dann wieder beste Bedingungen bei den Erntearbeiten. Die Kartoffellager konnten im Herbst mit guter Qualität und großen Mengen gefüllt werden. Das Jahr 2014 war auch das internationale UNO-Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe. Familie Gfeller aus Herbligen, Kanton Bern, Familie Mag aus Oberglatt, Kanton Zürich und Familie Jost aus Obergesteln, Kanton Wallis. Sie drei gaben uns regelmäßig Einblick, wie sie auf ihrem Betrieb Kartoffeln produzieren. Das mediale Interesse war überaus groß. Der VSKP unterstützte diese drei Projekte mit einem bescheidenen Beitrag. Herzlichen Dank diesen drei Familien. Wir freuen uns alle auf die kommende Ernte freuen. Mit diesen Worten, sehr verehrte Anwesende, möchte ich Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen zur 43. Mitgliederversammlung hier in Kirchberg. Saxo, wer den drei Erstgenannten die Stimme geben kann, bitte ich das mit der Stimmkarte zu zeigen. Herzlichen Dank, wer dem Spezialfall Ueli die Stimme geben kann, bitte ich das zu zeigen. Herzlichen Dank und ich denke, auch diese vier wertvollen Vortragsmitglieder haben einen, auch einen kleinen Applaus verdient. In die Schweiz gewonnen hast. Vielen Dank. Ja, kommt rüber. Ich, Herr Präsident, lieber Rudi, sehr herzlichen Dank und es ist mir wirklich eine große Ehre, dass ich hier als rheinischer Bauernlümmel den Schweizer Produzenten etwas über den europäischen Kartoffelmarkt oder über unser Unternehmen erzählen darf. Rudi, du hast es gesagt, es ist für mich ein EU-Außeneinsatz. Ich hoffe, dass es nicht im Blauhelm-Einsatz mündet. Aber ich weiß, wann mein Rückflug ist und am Ende stehen auch draußen Bodyguards, die würden mich auch heimfahren. Ich bin 52 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe eine 25-jährige Tochter. Ich bin Bauernsohn aus dem Rheinland in der Köln-Aachener Bucht. Ich bin mit 16 Jahren an der Waage bei dem Landhändler, damaligen privaten Landhändler und Kartoffelhändler Wilhelm Reuthen in Dienst gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht. Ich habe nicht studiert, weil ich mit 15 und mit 14 Jahren lieber beim Lohnunternehmer um Pfennig gesessen habe, als zur Schule zu gehen. Und wenn ich nicht eine gute Nachbarin gehabt hätte, zu der ich heute noch ein besonders enges Verhältnis habe, die mich immer morgens im Schulbus hätte abschreiben lassen, glaube ich, hätte ich selbst mit dem mittleren Abschluss Probleme. Bahn und Agria verkaufen mit 2 Euro, nicht pro Kilo, pro 100 Kilo. Das ist freier Markt. Ich möchte Ihnen sicherlich was erzählen, was die Firma Reuthen ist. Ich möchte Ihnen etwas erzählen über den europäischen Kartoffelmarkt. Ich möchte Ihnen auch was erzählen über die Rolle des Handels in der Wertschöpfungskette. Denn bei uns ist das nicht anders. Die Fabriken, die Packbetriebe, die Supermärkte, jeder erzählt mir auch seit 35 Jahren, den Handel brauchen wir eigentlich nicht. Der Handel ist eigentlich die Hürde zum Landwirten oder umgekehrt. Trotzdem ist es mir in den letzten Jahren gelungen, jedes Jahr, wenn mir die Kunden... Ah, ich habe das so gerne. Wo ist die Christa? Danke. Nein, was ist die Rolle des Handels? Und nochmal, wir haben in den letzten Jahren sehr viele Krisen durchgemacht und in den letzten Jahren ist es mir immer gelungen, unser Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen. Und es ist nicht immer so, dass der Handel für Sie eine
schlechte Funktion wahrnimmt. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Ganz im Gegenteil, die holländischen Landwirte, die sehr viel direkt mit den Fabriken machen, haben in den letzten Jahren erfahren müssen, dass deren Preise durch das direkte Geschäft nicht hochgingen, die gingen nur runter. Im festkochenden Bereich, wir machen Marabelle als vorwiegend festkochende Sorte, als Hauptsorte und Melodie als mehlig kochende Sorte. Die Firma Voiten macht im Pommes frites und Chipsbereich Fontane, im Chipsbereich jetzt KWS 808, im Pommes frites Bereich Agria und auch wir haben in unserer Region die Probleme mit Agria-Fäule. Die haben wir eigentlich jedes Jahr. Deswegen hat sich insbesondere in unserer Region Fontane etabliert. Wir machen insgesamt 15.000 Hektar Fontane. Wir bauen Innovator an, wir bauen Marquis an, wir bauen Challenger an. Das sind aber alles Sorten, die werden Sie kennen. Wo bewegen wir uns? Wo haben wir zu kämpfen? Wir haben in der EU zu kämpfen im sogenannten Haftballgürtel. Haftball heißt Hamburg, Frankfurt, Paris, London, Hall und wieder rüber nach Amsterdam. Das ist das Kampfgebiet der europäischen Kartoffelwirtschaft.